Arsch. Ah. Ah. Aufgestanden, er gibt noch eine. Ah. Der wird auch blau. Der obere Knopf ändern. Ah, Junge. Okay. Ja, 1500, ich hab noch drei Pots und einen halben Hop oder so. Was ich aber gemerkt hab, ja. Ich weiß, ich gebe mal schön deine Knarre her. So. Wenn ich beim Breakout ziehe. Ja. Ja. Da bin ich aber langsam, wie wenn ich so. Vom Ballern her oder vom Hochreißen? Vom Hochreißen, vom schneller Line haben und länger halten. Weil ich so mit links kann ich fast unbegrenzt halten. Wohingegen ich so. Das weiß auch nicht. Okay. Schwieriger irgendwie. Aber ich habe gesehen, dass wenn du links hältst, hältst du mit der linken drunter. Ja, dann habe ich weniger Profil. Richtig. Wenn du rechts triggerst, probierst du trotzdem mit der rechten Hand zu halten, während du zu triggerst. Da muss die linke ran. Dass die linke drückt, dann hast du die rechte nämlich frei. Quasi so. Nee, dass die hier, dass die linke vorne hält und die komplett locker hast, dass die nicht mehr halten muss. Dass Beispiel das so hast, also wenn man von rechts ausgeht, so, und dann machst du die eins, was zieht, ist deine linke Hand und deine rechte packst nur daneben zum Trigger. Aber das machst du, wie du willst. Wenn du sagst, du kannst links besser, können wir ja so sagen, dass du links auslegst statt rechts. Ja. Dann guck mal, dass wir Rechtshänder sind, sie eh drüben, weißt du? Dass ich Deckung habe und geleint werden, du bist eh Rechtshänder, links schießt eh wahrscheinlich keiner. Ja. Aber das mit dem Stopp, das war ein richtig guter Tipp. Wenn ich stopp, kurz allein und dann sofort halt weiter. Weil ich bin genau in der Deckung, wenn du kurz nachdem, wenn du rausguckst, dann gehe ich gerade rein. Ja. Das ist natürlich wichtig, nicht sofort rausglotzen, weil du bist drin schon, glotz schon, gibst mir sofort die Leine oben drüber und wenn ich dann direkt rausgucke, bin ich direkt weg. Ja, ja. Da würde ich dann kommunizieren, ob ich dich raus habe oder so. Und dann gucken, ob ich den Infield kriege. Ja, ich meine, wir können den Start ja so machen. Ja. Wir können den Start ja so machen, dass du safe in die Deckung reinkommst, dann macht Julian dir die links Leine mit Stopp, so wie gerade eben, Julian leitet nach links noch zusätzlich genau. Und du guckst genau nach rechts kommst. Und so auch mit dieser Stopptakte, du siehst ja, wo die Lines kommen. Genau. Und sobald du drin bist, kann Julian dann gucken, ob er auf der linken Seite viel sieht oder nur einen. Ja. Wenn er nur einen sieht, kann er ja gleich rechts auslegen. Oder ob du raus bist oder sowas. Er sieht ja auch, ob wir den beide rausgeschossen haben, dann kann er, weiß er, ich push und... Ja. Ja. Ich hab Luft abgedreht. Ja, passt. Nur, jetzt verfällt die Reason. Ja. Ich hab keine Paint mehr. Ich hab einen Pot noch, aber ich komm kurz raus mit Pause, dann können wir vielleicht das Breakout mal andersrum machen, dass wir mal auf den Eddie ballern, dass er praktisch das Stop-Ding hat. Hä? Ha? Kann ich doch nur von mir noch ein Beutel Toro haben. Ich hab jetzt hier auch die letzten drei Pots. Ja, ich hab fast nichts. Komischerweise. Ich hab jetzt noch die vier Pots, den Hopper und einen Pot. Hier, fünf Pots und das hier. Und dann noch die letzte Kiste. Ja, dann mal die eine Kiste leer. Ich habe zwei Kisten komplett leer. Wenn ich die jetzt leer mache, habe ich auch zwei Kisten komplett leer. Ich habe bei meiner noch in der zweiten noch, weiß ich, zwei, ja, drei Beutel, wenn es dumm läuft. Gehen wir jetzt runter oder nicht? Ja, ich hol kurz meine Bots oben. Um.